Eigentlich habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier hin müssen. Aber meinetwegen ist Dogen auch unten. Und eh zum Interagieren. Und dann geht's runter. So. Wenn ich runtergehe, kann ich ja ein bisschen was für meinen Nacken tun. Und ich laufe wenigstens an der Tür vorbei. Wenn ich es kann. Gefangener X. Mit Isabel Kruger sprechen. Ach, du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird hier alles dem Erdboden gleich machen. Für sein braves Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich, aber ich frage dich. Ich hab doch noch dieselbe Stimme. Wenn dir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur über den Krugersec-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich hab immer Glück. Plastik. Kannst du mir helfen, bei Kasek einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei Kasek? Im Hauptquartier? Claro! Gut, legen wir los. Hey, kannst du mich hören? Wo steckst du? Ich habe Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Was? Das ist doch... Wann? Ich bin gerade dabei, die Information zu überprüfen. Großartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollen. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlicher. Ich habe gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, Isabel Kruger könnte die Nächste sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Wir hauen weiter. Gute Choice. Und ich guck mal kurz auf die Karte. Jetzt hat sich schon wieder so viel aufgetan. Aber ich bleib jetzt bei der Hauptstory hängen, glaube ich. Und irgendwie sind diese ganzen Nebenmissionen zwar gut für mein Konto, aber so langsam habe ich, glaube ich, alles, was ich mir freischalten kann. Und mir fällt nichts ein, was ich noch machen könnte. Und so wie ich mit Errungenschaften, Level-Ups und so vollgeschossen werde, glaube ich auch nicht, dass es wirklich schwierig ist, alles zu erhalten, was man erhalten kann. Und ja, ich bin mal gespannt, was Plastik so für mich jetzt bereithält. Wenn ich dann bei ihr ankomme, irgendwann hoch, habe ich dich noch nicht entfernt. So. Sprachzahntöster. Ey, also sagen wir das. Okay. Ich hab doch. Nein.
Computer sagt nein. Wo ist der rote Faden? Ja. Ein neuer Glitch, ein neues Ding. Und noch so ein Ding. Hallo Kamera. Tschüss. Ja. Gut. Mach dich auf den Weg in die View. Ich suche so lange nach einer Möglichkeit, ins Krugersack Hauptquartier einzubrechen. Ach, mir gefällt dieses Rennen. Meinetwegen. Aber ich kann das nicht entscheiden. Kannst du eine Kopie machen? Wusstest du, dass Reflection eine Flüssigkeit ist, die injiziert wird? Sie ist voller Naniten, die mit dem Wirtskörper verschmelzen. Was? Reflection stellt eine permanente Verbindung mit dem Grid her. Ich schätze, genau das meinen sie wohl mit werden sie eins mit dem Grid. Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand und das Stressniveau regulieren. Können die Leute das denn nicht von sich aus? Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Noch nicht. Noch nicht. Okay, also es ist eine komplette Nervenverbindung des Menschen mit dem Grid. Totale Überwachung. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Docks sind schärfer als bei WFYO. Multispektralsensoren, halbautonome Verteidigungssysteme und alles mögliche andere. Die haben da sogar Flugabwehrsysteme. Mal ehrlich, wer würde denn einen Luftangriff auf Krugersack ausführen? Ich glaube, dabei geht es nicht um Krugersack. Was? Ach, da oben. Wer geht denn dieser Run? Ich nehme die Lieferung. Sorry. Wo? Also diese Rolle möchte ich wirklich können. Ja, wenn jemand weiß, wo man das machen kann, dann geht laut. So. Du siehst aus, als könnte ich dir noch was erzählen. Ich glaube, ich habe hier auch noch gar nicht so viele von den Dingern gesammelt, oder? Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was der Counter sagt. Aber das macht mir auch nichts aus. Hä? Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Viel Spaß. Es gibt gutes Geld zu verdienen.
Noch ein Steuerschiff. Jetzt gucke ich aber nach, wie viele es sind. Und es sind 3 von 24 im Eden Village. Du bist ein Endpunkt von. Schön, dass ich hier Target kriege. Was? Achso, weil ich doof gelaufen bin, muss ich hier noch. Okay. Ich wollte doch nur Glitches sammeln und so. Den hatte ich schon. Den kriege ich noch. Schön auf dem Glitch rauflaufen und Autsch. Doof gestolpert. Dich hatte ich doch schon mal mitgenommen, oder nicht? Aber ich glaube, das war in so einem Run-Ding, wo ich neu gestartet habe. Merkt das ich natürlich nicht. Okay, Sack im Einsatz. Okay. Ja, voll. Ist hier mit Größen wahnsinnig? Schönes Gebäude. So. Glitch. Du bist auch noch ein Glitch. Nein. Okay, das war zu hoch. Ich trinke Schluck. Und lauf hier nochmal hoch. Okay, schöne Buden. Ja. Und da ist noch ein Glitch. Und du möchtest mir aber sagen, dass ich wohin muss, genau? Also darüber und da hoch. Alter. Okay, du willst mir zeigen, dass es hier geil aussieht. Gut. Das weiß ich jetzt, dass es hier gut aussieht. Ocean Papier. Das ist dieser Ort und ich darf laufen.
Habe ich den mitgenommen? Ja. Faith, du kannst mit einem VTOL rüberfliegen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann schicke ich einen zu dir. Was? Mit einem VTOL? Okay. Alter. Durch Kirschblüten wollen wir, ja? Fenster. Das war ganz schön rechtslastig von mir, Lena. Aber wenigstens kann ich das abschütteln. Und es geht los. Gefangener X. Isabel Kruger hat bestätigt, dass Noah noch lebt. Du weißt allerdings noch immer nicht, wo er festgehalten wird, und es gibt nur einen Ort, an dem du es herausfinden kannst. Die Docks. Das Hauptquartier von Kruger's Eck. Plastic hat versprochen, dir dabei zu helfen, dort hereinzukommen. Allerdings ist ihre Lösung möglicherweise nicht gerade. Plastic, ich habe den Wegpunkt erreicht. Gut, gib mir eine Sekunde. So, das war's. In deiner Nähe war bereits ein VTOL auf Patrouille. Ich habe ihn zur Untersuchung einer Straftat umgeleitet. Du musst ihn unbedingt erwischen, wie auch immer du das anstellst. Der VTOL müsste jetzt jede Sekunde eintreffen. Halt dich bereit, Faith. Er ist da. Du musst ihn erreichen, bevor er wieder abhaut. Okay, nochmal. Bitte. Die falschen Koordinaten. Hinterher, Faith! Ja, super. Falsch gesprungen. Okay. Okay. Voll gegen das Glas geknallt, oder? Okay, ich nehme ihn raus. Ist ja keine Zeit eingeblendet. Na endlich. Dieser dämliche Pilot kann also doch Navigationsdaten lesen. Ich habe ihn dazu gebracht, anzuhalten. Setz jetzt das Mac ein, bevor er weiterfliegt. Plastik, ich fühle mich ja ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Keine Sorge. Ihr Störfell schirmt dich ab. Aber was, wenn mich jemand sieht? Du weißt schon, mit seinen Augen. Oh, naja, das passiert schon nicht. Halt dich fest. Okay, wo steige ich ab? Am Landeplatz natürlich.
Anschließend folgst du den Wartungstunnel bis zum Big Dog. Da findest du dann ihre Server-Stacks. Ist das das Gebäude hier oder kommen wir wirklich zu den großen? Faith, der Beetle wird in die Projekte umgeleitet. Du musst absteigen. Bitte? Ich kann doch hier nicht einfach loslassen. Natürlich nicht. Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert. Ich meinte, du solltest absteigen, sobald ihr das Gebäude überfliegt. Faith, lass jetzt los! Okay, ich bin jetzt auf dem Hub. Und ich habe mir nicht mal was gebrochen. Die Sache tut mir leid. Meine Überbrückung hat nicht funktioniert. Du musst jetzt rüber zum Deck, doch.